Hunter IW und herzlich willkommen zu Sims 2 in Schönsichtingen und heute mit einem etwas anderen Video, nämlich ein Fotovideo, was einfach noch ein bisschen die verschiedenen Familien eben zeigt. Heute bin ich bei Familie Jensen, nämlich Jürgen mit seiner Frau der Katja und ihrem Sohnemann Jens. Und der Gerrit ist zwar hier auch da, aber der Gerrit als Untermieter, um den wird es heute mal nicht gehen. Ich zeige euch einfach mal, wenn ich hier so ein paar Fotos gemacht habe, was hier so abgegangen ist. Ich muss sagen, bei Familie Jensen ist es halt einfach in Kürze, weil es war eine relativ neue Familie. Katja Jensen, ehemals oder geborene Katz. Da werdet ihr in der Familie Katz noch ein bisschen mehr über Katja dann erfahren. Sie ist dann damals ausgezogen, also nachdem sie erwachsen wurde, lasst mich mal kurz überlegen. Ja, sie ist ausgezogen und ich habe sie dann in ein Appartement mit anderen frisch neu Erwachsenen einziehen lassen. Und dort, ja, hat sie dann den Jürgen kennengelernt. Jürgen ist ein Sim, den ich selbst erstellt habe. Den ich eigentlich damals erstellt habe, als sowas wie ein Kindermädchen, das von Haus zu Haus geht. Aber das hat er nicht lange gemacht, weil ich schon gemerkt habe, dass die beiden sich sehr gut verstehen. So, dann sind die in ein Appartement gezogen. Da müsste es hier auch schon Videos dazu geben. Da könnt ihr gerne auch noch ein wenig weiterschauen. Und hier seht ihr schon auch, ja, in Kürze quasi, die Hochzeit von den beiden. Die haben dann geheiratet in diesem Appartement. Hier steht sie in der Küche. Da hinten, ja, Büro. Es war sehr offen, sehr, sehr offen. Hier, ne, das hier ist das Wohnzimmer quasi. Und da haben sie geheiratet, mitten in ihrem Appartement. Das sieht man hier, Hochzeit der beiden Katja und Jürgen. Ja, es waren nicht sehr viele Gäste da. Ich glaube, das ist der Papa von Katja, genau. Also das ist die Mama auf jeden Fall. Das ist die Mama Tanja. Die bringt den Sekt an. Und da hinten seht ihr noch den Johnny. Das ist der Papa von der Katja. Die waren bei der Hochzeit auch mit dabei. War eine kleine Hochzeit, also das war das Appartement. Party gemacht. Dann ging es frisch verheiratet ab ins Bett und ein Techtelmechtel gemacht und sofort schwanger geworden. Da dieses Appartement ziemlich verbuggt war. Achso, nee, erstmal sind wir in Urlaub gefahren. Ach Gott, ja, stimmt. Mit den beiden sind wir in Urlaub gefahren. Ich weiß nicht mehr, wohin genau das war. Das habe ich aber jedenfalls auch hier Let's Played. Und dann waren wir eine Weile auf Urlaub und sind wieder nach Hause gekommen. Das hier ist nochmal die Küche. Weiß ich gar nicht, ob ich da umgebaut hatte. Das sieht man nochmal das Wohnzimmer. Fand ich eigentlich im Grunde ein schönes Wohnzimmer, war halt alles sehr offen. Das ist die Eingangstür hier. Ja, das genau, das war das ganze Appartement. Also nee, Moment, das dahin gehört noch dazu. Das ist halt das Schlafzimmer gewesen. Genau, hier küssen sich die beiden, sind nochmal im Bett und ja. Hier wurde Katja degradiert. Das hat es wohl nicht so gut geklappt. Und hier schon bereits im neuen Haus, weil, wie gesagt, das Appartement ziemlich verbuggt war und ich dann gesagt habe, komm, die bekommen doch ein neues Haus. Und Gerrit ist dann hier mit eingezogen. Er ist quasi Untermieter, also der Untermieter so für mich hier. Hier wurde dann Katja endlich befördert wieder in ihrem Traumberuf und Jens ist geboren. Sie hat mir jetzt hier leider gar nicht gesehen, da habe ich gar kein Foto gemacht. Okay, hier wird Jens auch schon direkt wieder älter. Da ist Onkel John hier, Onkel John Katz. Hier ist die Britta, das ist auch eine Schwester von Katja. Also John ist der Bruder, sie die Schwester quasi, ja, Tante Britta. Und hier sieht man den kleinen Jens auch bereits. Er lernt aufs Töpfchen zu gehen. Er lernt dann hier, also das kann ich direkt nochmal schreiben. Jens, ups, andersrum. Jens lernt laufen. Das sieht man noch, ne? Das ist das Laufensymbol. Das war es auch eigentlich schon hier. Es ist eine sehr kurze Familie. Aber ich wollte es ja mit jeder Familie machen, dass ihr mal so die Fotos seht. Aber bei der Familie ist es halt klitzeklein.
So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und oder einen Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naito. Ciao, ciao.